Naja, für einen Häuslebauer ist in der Planungsphase ganz wichtig, dass er darauf achtet, wo die Fenster eingesetzt werden, ob dann im Einbaubereich auch genügend Platz ist für einen späteren Sonnenschutz. Wenn man jetzt irgendwo bei einem Wasser wohnt, wo man vielleicht mit Insekten Probleme haben könnte, dass man den entsprechenden Insektenschutz schon vorab mit einplant. Meine Empfehlung ist, Fenster eher elektrisch zu bedienen. Gurtzüge sind in der Regel immer ein Problem, weil sie auch eine Luftundichtheit nach außen darstellen. Also elektrisch ist da schon besser, aber auch hier wieder ist ganz wichtig, dass ordentlich verkabelt wird, keine Luftundichtheiten nach draußen sind. Also es gibt viele Dinge zu berücksichtigen. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man sich an entsprechend gute Fachfirmen wendet, die einen entsprechend beraten können, und da gehört auch dann die Baufirma dazu, das heißt nicht nur alleine mit der Fensterfirma das koordinieren, sondern die Fensterfirma muss ja dann auch dementsprechend Fassadendämmung, die Fenstereinbautiefe und alle diese Dinge danach richten. Das heißt, da setzt man sich mit seinen Baupartnern gemeinsam auf einen Tisch und spricht das alles durch. Also meine Empfehlung bei Fenstern ist grundsätzlich, Holz-Alu-Fenster zu nehmen. Die sind in der Regel wärmer, stabiler, dauerhafter. Oder Kunststofffenster sind wirtschaftlich, und wenn man Kunststofffenster nimmt, sollte man halt wirklich auf die Qualität achten. Das heißt, da hängt es halt wirklich auch stark von den Beschlägen, von der Qualität des Herstellers, von der Montagefirma ab, was man da dann kriegt. Und es ist natürlich wirklich ein Riesenunterschied zwischen einem sehr günstigen Kunststofffenster und einem hochwertigen Kunststofffenster. Das sollte man nicht unterschätzen.